So, in diesem Video sollen wir ein Doppelintegral ausrechnen bei dieser Klausuraufgabe. Und wenn man sich das genau durchliest, also jedenfalls hier steht Doppelintegral, oh ja, das werden wir brauchen. Aber es geht tatsächlich um die Schwerpunktbestimmung von dieser Fläche hier. Ja? Also es geht um diese Fläche, die hier so also schraffiert ist. Ja? Und wenn man da den Schwerpunkt ausrechnen will, ja, da muss man nochmal sich kurz in Erinnerung rufen, wie man so einen Schwerpunkt ausrechnet. Ja, der Schwerpunkt steht hier auch gleich. Der ist auf jeden Fall bei x gleich 0. Das liegt einfach daran, dass es hier symmetrisch ist, achsensymmetrisch bezüglich der y-Achse. Also muss der Schwerpunkt auf der y-Achse liegen. Ja, und das schon mal klar. Das sollen wir auch nicht ausrechnen. Wir sollen aber ausrechnen, auf welcher Höhe dieser Schwerpunkt auf der y-Achse liegt. Ja, und das heißt, wir müssen ys ausrechnen. Und ys, das, wenn man das nachschaut, was war das Doppelintegral über die Fläche a und dann einfach y dA, ja, geteilt durch das Doppelintegral über a und dann einfach nur 1 dA. Ja, wenn das unsere Fläche a ist. Ja, gut. Der Nenner von diesem Ausdruck hier ist in diesem Falle relativ einfach, weil das einfach die Fläche von dieser Funktion ist. Ja? Also können wir auch einfach das Doppelintegral a 1 dA, das können wir auch einfach ausrechnen, indem wir das Integral in diesem Falle von minus 1 bis 1 haben und dann f von x dx ausrechnen. Das ergibt uns ja die Grundfläche a, ja, und den Flächeninhalt. So, das ist nicht so sonderlich schwer. Also schreibe ich hin das Integral von minus 1 bis 1 und dann habe ich 1 minus x Quadrat dx. Das ist ja ein ganz einfaches Polynom. Da ist die Stimmfunktion gar einfach zu finden. X minus 1 Drittel, x hoch 3 und das in den Grenzen von minus 1 bis 1. So, muss ich noch einsetzen. Und dann habe ich hier 1 minus 1 Drittel, minus und dann jetzt diese berühmten Klammern und dann habe ich hier minus 1 und dann habe ich hier plus 1 Drittel. So, und jetzt muss man auch aufpassen, dass man die ganzen Vorzeichen alle richtig hat. Dann habe ich hier 1, ja, ich schreibe es einfach in 1 minus 1 Drittel, plus 1 und dann habe ich hier minus 1 Drittel. Dann habe ich hier insgesamt also 4 Drittel. Ne? Ich habe hier 3 Drittel, 1 Drittel ziehe ich wieder ab, dann habe ich noch 2 Drittel, dann habe ich hier 5 Drittel und dann am Ende habe ich dann noch 4 Drittel. Also 4 Drittel ist die Fläche. So, haben wir das. Ja? Der etwas schwierigere Teil ist eben halt das Y. Also dieses Doppelintegral, was bei YS eben halt im Zähler steht. Also das Doppelintegral über die gesamte Fläche und dann die Funktion ist einfach an dieser Stelle einfach nur Y dA. Aber da hatten wir ja so einen schönen Satz in der Vorlesung, dass wir da uns überlegen müssen, wie wir diese Fläche ja eingrenzen. Ne? Und da hatten wir sowas mit GU und GO. Ja? Die Fläche nach unten eingegrenzt ist natürlich hier. Das ist halt, ne, konstant 0. Das ist also unser GU. Und unser GO, das ist eben natürlich genau unsere Funktion. Ne? Also das ist besonders leicht. Ja, können wir also recht einfach ausrechnen. Das hier, das ist unser GO. So, und dann schreibe ich also hin. Das ist das Doppelintegral von, ja, von wo bis wo müssen wir überhaupt integrieren? Das ist auch wieder klar. Das ist hier von minus 1 bis 1. Ja, und dann das innere Integral ist jetzt y. Ja, also man schreibt da einfach mal noch davon hin, dass x gleich von minus 1 bis 1 läuft und y läuft eben halt von GU von x bis GO von x. Und die Funktion, die wir integrieren, ist y. Und dann habe ich hier dy dx. So, das ist ja das Ergebnis des Satzes, dass man das so rechnen kann, wenn man so GU und GO findet und dann diese Fläche, die man da integriert, keine Löcher hat. Ja? Ja, oder keine, also nicht so aus wie so ein Bagel oder was auch immer. Ja, okay. GU, GO sind ja ganz einfach, also schreib es hin. X läuft von minus 1 bis 1 und das Y läuft von 0 bis, und jetzt ist einfach meine Funktion, muss ich einsetzen muss, ist 1 minus x Quadrat. Und dann Y, dy, Klammern, dx. So, jetzt muss ich das innere Integral lösen. Das Äußere lasse ich jetzt mal so, wie es ist. Ja, und das innere Integral, da die Stammfunktion ist natürlich einfach 1/2
y Quadrat. Ja, und das in den Grenzen von 0 bis 1 minus x Quadrat. Und das Ganze dann dx. So, also rechne ich stumpf weiter. X läuft von minus 1 bis 1. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch die obere Grenze hier einsetzen. Dann habe ich hier also 1/2. Und dann habe ich hier 1 minus x Quadrat. Jetzt muss ich nochmal abziehen. Minus. Und jetzt die untere Grenze, aber die ist 0. Das Abziehen kann ich mir also sparen. Da kommt ja 0 raus. Und dann habe ich nur noch das hier. Ja, gut. Ne? Was ich vergessen habe, ist dieses Quadrat. Das ist verdammt wichtig an der Stelle. Und jetzt muss ich nur noch weiterrechnen. Das 1/2 ziehe ich raus, dann habe ich also bei 1/2. Und dann habe ich das Integral von x läuft von minus 1, minus 1 bis 1. Und dann habe ich hier 1 minus 2x Quadrat plus x hoch 4. Dx. Ja, ist nicht mehr schwer, ist ja ein einfaches Polynom. Die Stammfunktion kann man ja quasi direkt hinschreiben. Minus 2 Drittel x hoch 3 plus 1 Fünftel x hoch 5 in den Grenzen von minus 1 bis 1. Ja, und der Rest ist quasi reine Konzentrationssache, weil man jetzt einfach nur noch einsetzen muss. Und dann sehen wir mal weiter, was da passiert. Also habe ich hier 1 minus 2 Drittel plus 1 Fünftel, da habe ich die obere Grenze angesetzt, minus und jetzt die untere Grenze ansetzen, minus 1 plus 2 Drittel und dann habe ich hier minus 1 Fünftel. So und dann habe ich 1/2 und dann habe ich hier 2, dann habe ich hier minus 4 Drittel und hier ja, habe ich plus 2 Fünftel. Und das Ganze halbieren, dann bin ich wieder bei 1 minus 4 Drittel, ne, minus 2 Drittel, hoppla. Minus 2 Drittel plus 1 Fünftel, dann ist es 1/2 nämlich da vorne weg. Und wenn man das ausrechnet, dann landet man bei 8 Fünfzehntel. Hier habe ich 15 Fünfzehntel, dann ziehe ich 10 Fünfzehntel ab, da habe ich also noch 5 Fünfzehntel und dann muss ich 3 Fünfzehntel drauf tun, dann bin ich also bei 8 Fünfzehntel. Also 8 Fünfzehntel ist der Wert, der für dieses Doppelintegral rauskommt. Da bin ich noch nicht beim Schwerpunkt. Ja, da muss man auch höllisch aufpassen. YS ist dann also, und jetzt eben halt 8 Fünfzehntel geteilt durch, und was war nochmal die Fläche? Das war 4 Drittel. So, 4 Drittel. So, Bruch durch Bruch, das kennt man. Das ist also 8 Fünfzehntel. Mit dem Kehrwert multiplizieren, dann hat man eben halt hier 3 Viertel. Und dann kann man munter kürzen und dann bleibt man bei 2 Fünftel. Ja, und das heißt, das ist unser Schwerpunkt bei YS gleich 2 Fünftel. Haben wir unseren Schwerpunkt. Wenn man ihn einmalen würde, dann wäre er ungefähr hier. Da ist also der Schwerpunkt dieser interessanten Fläche. So, ich hoffe, es hat geholfen.